bin Starter und ich werde gleich in die Vollbildansicht gehen, weil hier in diesem Skript auch noch die berühmten Persönlichkeiten vom Juni letztes Jahr da waren. Warum machen wir das Seminar? Wir versuchen ja immer auch mal ein paar Themen zu machen, die man noch nicht so besprochen hat. Und ich finde es immer sehr hilfreich, wenn man für Erkrankungen, die einem vielleicht auch nicht so nahe sind, irgendwelche Personen hat, die man mit diesem Thema einfach auch verknüpfen kann. Dann lernt sich das meistens leichter, ne, weil man auch noch eine kleine Geschichte so im Hintergrund hat. Und die Auswahl ist groß, die Informationsquellen sind gering, umso älter die Leute sind. Da gibt es relativ wenige, irgendwann hat man das durch und man möchte dann auch nicht den fünften Komponisten nehmen. Und ich habe mich heute auch nochmal wirklich spontan umentschieden, über welche Persönlichkeiten ich heute reden will. Und da möchte ich euch jetzt erst einmal ein bisschen in die Welt der Könige mitnehmen. Und jetzt kann ich auch gleich hier diese Bildschirmpräsentation mal ein bisschen größer starten, weil Beethoven und Co. hatten wir alle schon, Syphilis hatten wir auch schon und Hitchcock und Kennedy auch. Und ich komme jetzt zu der Erkrankung der Könige. Bitte nicht googeln, was diese Erkrankung der Könige ist, denn es gibt eine Erkrankung, die nennt man wirklich die Erkrankung der Könige. Und mit der wollen wir uns ein bisschen jetzt gerade beschäftigen. Und sie hat teilweise sogar gerade einen sehr aktuellen Bezug. Was sehen wir hier? Hier sehen wir einen Stammbaum, den wir gleich auch mal ein bisschen brauchen. Und da sehen wir ganz oben die berühmte Queen Victoria. Ja, viktorianisches Reich, eine große, große Herrscherin. Wenn man vor dem Buckingham Palace war, da gibt es diese große Skulptur, die da steht. Und die hatte also auch einen Mann, den Albert oder Orbert oder wie wir es auch jetzt aussprechen wollen. Warum habe ich jetzt hier ihren Stammbaum reingemacht? Das sieht jetzt aus, als ob sie da nur irgendwie 3, 4 Kinder hätte. Nein, das war eine große Liebe mit ihrem Mann und die waren da sehr, sehr fleißig. Die haben insgesamt 9 Kinder bekommen. Und was Victoria aber nicht wusste, war, dass sie eine Erkrankung hatte. Und diese Erkrankung hat sie an 3 ihrer Kinder weitergegeben. So, und diese Kinder haben jetzt wieder Kinder bekommen. Die waren also alle wirklich auch ziemlich fleißig. Ne? Vielleicht hatten sie nicht so viel zu tun. So dass es insgesamt dazu kam, dass Queen Victoria 40 Enkelkinder und sogar 88 Urenkel war. Und jetzt war das ja in früheren Zeiten so oder teilweise. Es ist ja immer noch so, dass so der Adel ganz gerne so unter sich bleibt. Das heißt also, man hat dann die Cousine geheiratet und dann wieder den angeheirateten Schwippschwager von dem, der sich dann wieder mit dem gepaart hat. Also das ging da alles durcheinander. Das bedeutete eben auch, dass wenn irgendjemand da eine Erkrankung hatte, die weiter zu vererben ist, dass die zum Beispiel in Adelskreisen bis heute noch gehäuft auftritt. Nur was war Victoria's Secret? Was wusste sie gar nicht, was sie hatte? Da wollen wir uns jetzt gerade mal ein bisschen hinbewegen. Erstens mal hatte sie einen Urenkel. Ihr Urenkel war der Sohn des letzten russischen Zars, Nikolaus II. Ihr kennt diese ganze Geschichte, wie die Zarenfamilie dann später erschossen worden ist. Da gibt es ja dann auch diese Filme, Anastasia und so weiter. Aber um Anastasia geht es nicht, sondern das geht um Alexei. Und Alexei war ein Junge, bei dem es immer schon zu kleinen Auffälligkeiten kam. Und eines Tages 1915 hat eben der Vater ihn mit an die Front nehmen wollen. Ne? Wollte ihnen zeigen, ganz einfach, wie der Weltkrieg da abläuft. Und da sind sie mit einem Zug hingefahren. Und dann stand so der noch relativ kleine Alexei mit seinen 11 Jahren, stand dann so im Zug irgendwie drin und hatte so Gedanken verloren, so aus dem Fenster rausgeschaut und dann fuhr der Zug an. Und das waren natürlich ja nicht so ICEs, wie die heute waren und so weiter, die dann so angleiten, sondern das ging noch ziemlich ruckartig. Also was passierte? Alexei ist mal kurz so mit seinem Gesicht so ein bisschen gegen die Scheibe geknallt. Das war jetzt kein Riesenunfall oder so etwas, auch einfach dagegen geknallt. Aber was passierte? Naja, das, was viele vielleicht bekommen würden, er hat Nasenbluten bekommen. Das Problem war, dieses Nasenbluten ließ sich nicht stoppen. Und es sind ganz viele Ärzte gekommen und versuchten, diese Blutung zu stillen. Und das funktionierte nicht und er blutete Stunden weiter. Also die konnten auch nicht losfahren. Daraufhin schickten sie nach Rasputin.
von Rasputin habt ihr sicher auch schon mal gehört, den seht ihr auf dem rechten Bild. Ich finde, der könnte so irgendwie in Harry Potter oder sowas mitspielen, hat so ein bisschen gruseliges Aussehen. Rasputin, der kam so vom Land und hat sich so mit 17 auf den Weg gemacht, so als so eine Art Wanderprediger. Oder man würde vielleicht auch heute sagen, so Heiler, ja, der so Sachen besprochen hat, Gebete gemacht hat. Und Rasputin hat mit der Zarenfamilie schon Jahre vorher Kontakt gehabt. Und diese Blutungen, die der junge Alexei aufgewiesen hat, das war schon in den Jahren vorher eben auch etwas, was immer wieder aufgetreten ist. Und die Ärzte waren einfach ratlos, weil die haben diese Blutungen nie gestillt bekommen. Das ging dann stundenlang immer auch so weiter. Aber Rasputin muss es mit einer Art Suggestion oder Gebet, also da gibt es verschiedene Überlieferungen, irgendwie geschafft haben, dass das tatsächlich gestoppt hat. Und also war seine Mutter, ja, also eine Enkelin von Victoria, totaler Fan von Rasputin. Rasputin, da würden wir heute so sagen, ja, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ne, der muss ein ziemlich ausschweifendes Sexleben gehabt haben und ziemlich heftig unterwegs gewesen sein, war insgesamt in der Bevölkerung relativ unbeliebt in größten Teilen, also die wollten ihn gar nicht haben, aber die Enkelin von Victoria, also die Mutter hier von Alexei, war ein Riesenfan, weil er ganz einfach ihrem Sohn immer wieder geholfen hat, dass diese Blutung hier aufgehört hat. So, und der kam also und hat dann diese Suggestion da irgendwie gemurmelt und dann hörte das ganz einfach auf. Ja, jetzt ist das aber natürlich nur ein Urenkel von Victoria. Vielleicht habt ihr schon eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Aber wenn man sich ansonsten ihre Familie anschaut, dann gab es da teilweise recht seltsame Todesfälle. So hat Victoria auch einen Sohn gehabt, den Prinz Leopold. Und der Prinz Leopold hat schon in seiner Kindheit ganz, ganz massive, ich möchte es noch nicht so ganz aussprechen, was es so war, aber gesundheitliche Probleme gehabt. Sein großer Traum war eigentlich immer so zum Militär zu gehen, da so der Militärstar zu werden und so etwas. Aber aufgrund seiner Erkrankung, die er hatte, war das nicht möglich. Und er saß also wirklich schon mit 28 Jahren im Rollstuhl. Ich möchte aber mal schon so viel verraten, denn das war nicht, weil er irgendwelche Lähmungen aufgewiesen hat. Leider Gottes ist er in sehr frühen Jahren verstorben. Er war in Südfrankreich in der Nähe von Cannes mit dem Pferd unterwegs und ist vom Pferd gefallen und ist da relativ schnell danach eben hatte, wie gesagt, Victoria 9 Kinder und die Erkrankung hat sie auch an 2 ihrer Töchter weitergegeben. Und eine dieser Töchter war Beatrice, ne? Also ja, die Royals heißen heute immer noch alle irgendwie so. Und diese wiederum hatte 2 Söhne, die im sehr frühen Alter schon verstorben sind. Da gab es auch wieder einen Sohn, Leopold, also nicht den anderen. Der ist bei einer Operation verstorben auf dem Operationstisch. Und dann gab es Alfonso, ne? Das ist so ein Vorfahre von Juan Carlos, der dann in Spanien später König irgendwie wurde. Und er hatte 1958 einen Autounfall und verblutete bei dem Autounfall. Und ihr dritter Sohn, Gonzalo, da gab es große Gerüchte, also der war nicht unbedingt beliebt, weil der war im Krieg gewesen und da musste er also auch immer wieder solche Blutungen gehabt haben und dann sind die Soldaten dazu verdammt worden, ihm Blut zu spenden und aufgrund der großen Blutspenden, die da immer wieder benötigt worden sind, sind da auch ein paar Soldaten gestorben, also was jetzt nicht gerade dem Ansehen zuträglich gewesen ist. Ja, und jetzt frage ich euch, auch wenn ich gerade nicht in den Chat schauen könntet ihr euch vorstellen, um was für eine Erkrankung es sich da handelt, die Queen Victoria ihren Nachkommen da so mitgegeben hat? Hämophilie kommt da von Romy. Ja. Wer hat noch eine Idee? Oder seid ihr Nathalie auch sagt auch Hämophilie. Keine Widersprüche? Dann würde ich mal sagen, die Kandidaten haben 100 Punkte. Richtig, es handelt sich um die Hämophilie, die eben auch Krankheit der Könige genannt wird. Und zwar sind die Könige auch, oder genau auch diese Stammbäume ganz wichtig gewesen,
um erstmal solche Erbkrankheiten überhaupt zu identifizieren, weil man eben gemerkt hat, Moment, da setzt sich etwas fort. Und so beim gemeinen Volk waren ja Stammbäume jetzt nicht irgendwie aufgezeichnet oder so. Da gab es zwar Kirchenbücher oder so etwas, aber natürlich bei irgendwelchen Royals werden die natürlich sehr intensiv geführt. Wollte ich nicht erstmal auf die Folie? Nee, auf die wollte ich gehen. Ja, was ist die Hämophilie für eine Erkrankung? Heutzutage ist es eine Erkrankung, die gut behandelbar war. Aber früher war das eine Erkrankung, an der meistens schon die Kinder gestorben sind. Die hatten also eine relativ geringe Lebenserwartung, je nachdem, wie stark diese Erkrankung ausgeprägt war, weil wirklich eben auch schon so kleine Traumata, der Zug fährt an und ich knall ganz einfach mal mit der Stirn so mal kurz ein bisschen an diese Scheibe, eben zum Verbluten führen konnten. Und diese Erkrankung, die ist wirklich, die ist im Talmud schon beschrieben. Die ist in der Antike schon beschrieben. Das ist eine uralte Erkrankung, die viele, viele Leute früher eben auch bei vielen Leuten zum Tod geführt haben. Es ist eine Erkrankung, die anscheinend weiter vererbt wird. Und jetzt haben wir aber festgestellt, also Queen Victoria wusste das nicht. Ja? Ihre Töchter wussten das auch nicht, aber die Enkel und die Urenkel haben es teilweise wieder bekommen. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass das eine sogenannte X-chromosomal rezessive Erkrankung ist. Jetzt denken viele, oh Gott, jetzt kommt die männliche Vererbungslehre. Ja, die kommt jetzt eben auch. Wir müssen überlegen, wir haben verschiedene Chromosomenpaare. Und da gibt es einmal die Autosome und es gibt die Gonosome. Die Gonosome, das sind die Chromosome, auf denen unsere Geschlechter festgelegt sind. Also wir könnten uns Männer und Frauen ganz einfach mal reduzieren auf wirklich zwei Buchstaben. Wir Mädels, wir sind XX und die Jungs sind XY. Das heißt also, Queen Victoria hat da irgendwo ein krankes X gehabt. Ja? Und wenn die das jetzt einer Tochter weitergibt und die Tochter ein gesundes X von dem Vater bekommt, dann hat sie ein krankes X und ein gesundes X. Und da es eine rezessive Erkrankung ist, wird in diesem Fall das Kranke unterlegen sein. Das bedeutet, sie wird nicht krank werden. Aber sie ist eine Konduktorin. Das heißt, sie trägt das Kranke und kann das auf ihre Kinder weitervererben. Und so können solche Erkrankungen auch teilweise mehrere Generationen weiter überspringen. Wie sieht das jetzt aber aus mit dem Sohn? Ja, Queen Victoria hat ja auch verschiedene Söhne gehabt und nicht alle Söhne hatten das. Leopold hatte das. Ja? Leopold, der vom Pferd fiel und dann eben verblutet ist. Leopold, der mit 28 schon im Rollstuhl gesessen ist, weil bei jedem kleinen Firlefanz er nämlich in seiner Kindheit irgendwelche Blutungen hatte. Und bei den Hämophilie-Erkrankten gibt es eben sehr häufig Gelenkeinblutungen, die dann auch die Gelenke zerstören. Es gibt einen feststehenden Begriff, das sogenannte Bluterknie. Und deshalb konnte der eben auch nicht mehr richtig laufen. Wenn jetzt also Victoria ihrem Sohn ein krankes X vererbt, ja, dann ist es so, dass er vom Papa das Y bekommt. Und ein Mann hat dann eben kein gesundes X, mit dem er das kranke X ausgleichen kann. Und somit wird der Mann dann eben erkranken. Und somit ist es eine Erkrankung, die hauptsächlich eben bei den Männern auftritt. Ich meine, es gibt auch Kombinationen, also wenn ein Mann, ne, der Hämophilie hat, das sich mit einer Frau paart, die auch ein krankes X hat und beide das weitervererben, kann das auch bei Frauen mal auftreten, das ist aber nicht so häufig. Konduktorinnen können zum Beispiel auch eine stärkere Regelblutung und so etwas haben, aber die Männer sind hier wirklich eindeutig eben im Nachteil. Da gibt es verschiedene Formen der Hämophilie. Die Hauptformen sind die Hämophilie A und die Hämophilie B. Und da kommen wir jetzt so in die prüfungsrelevanten Gefilde eben rein. Bei der Hämophilie A fehlt der Faktor 8 und bei der Hämophilie B der Faktor 9. Wenn wir jetzt von Fehlen sprechen, ist das auch ein bisschen eine absolute Aussage. Das kann eben, es gibt mildere Formen, da ist das nicht so ausgeprägt und es gibt wirklich Hardcore-Formen. Und bei diesen, ich nenne das jetzt mal Hardcore-Formen, da ist natürlich die Letalität früher wahnsinnig erhöht gewesen. Man hat schon im 17. Jahrhundert versucht, Lämmern Blut abzuzapfen, um den Leuten dann wirklich
quasi Bluttransfusionen zu geben. Und man kam dann später auch auf die Idee, Transfusionen zu verabreichen, nur man hatte leider Gottes noch keine Ahnung von den Blutgruppen, dass es da 0 und A und B und AB gibt, ne? Dass es Rhesus positiv, Rhesus negativ und all die anderen Blutgruppen gibt und dass da Inkompatibilitäten eben bestehen. Das heißt also, wenn jemand Blutgruppe A hat, dann kann er eben A und 0 bekommen, aber kein B und kein AB. Oder Blutgruppe 0 kann nur 0 bekommen. Das heißt also, da kann es dann zu zytotoxischen Reaktionen kommen, also eine Allergie Typ 2. Ja, und dann bist du auch gestorben. Also von daher hat man eigentlich nicht besonders viel Handhabe gehabt. Jetzt ist es eben so, dass hier nicht die gesamte Gerinnung brach liegt, sondern wir unterscheiden bei der Gerinnung ein intrinsisches System oder man kann auch intravasales System sagen und ein extrinsisches. Und das kommt immer darauf an, habe ich jetzt eine Gefäßverletzung oder habe ich eine Gewebsverletzung? Wenn ich nur das ein oder andere habe, dann reicht es eben ab, ne, dass also bei einer Gefäßverletzung das Intrinsische abläuft und Gewebsverletzung das Extrinsische. Wenn beides verletzt ist, müssen eben beide Wege ablaufen und die haben immer die gemeinsame Endstrecke, das ist für die Prüfung sehr relevant, dass unter dem Einfluss von Calcium das Prothrombin zu Thrombin aktiviert wird, was dann kaskadenartig die Vorform des Fibrins, das Fibrinogen, zu Fibrin aktiviert. Und Fibrin kann man sich im Grunde wie so ein Kleister vorstellen, das zieht so richtig Fäden, das verfestigt dann den zuvor gebildeten Thrombus. Und dann kann die ganze Geschichte abheilen und nachher kommt das Plasminogen, wird zu Plasmin aktiviert und baut das Ganze wieder eben ab. Wie sieht das da aus, wenn man da ins Labor geht? Da haben wir eben eine verlängerte partielle Thromboplastinzeit. Ja? Das heißt also, es geht hier um dieses intrinsische System. Das ist die PTT, die in Sekunden gemessen wird. Also da wird quasi die Gerinnung eingeleitet und wird geschaut, wie lange dauert es, bis das Blut geronnen ist, bis das Fibrin da ist. Das ist nicht das extrinsische System, was man mit dem Quickwert bzw. mit dem INR überprüft. Heutzutage ist das gut möglich, diese Erkrankung wirklich auch zu, diese Erkrankung zu behandeln. Aber vor 50, naja, sagen wir mal vor 70 Jahren, da war das wirklich eine ganz lebensbedrohliche Erkrankung. Da konnte das sein, dass sich jemand rasiert hat und dann wirklich verblutet ist. Ja? Oder ein Kind hat eben gespielt und hat einen kleinen Kratzer bekommen und das hörte nicht mehr auf zu bluten. Und so war das zum Beispiel auch bei Alexei. Die haben ihm extra einen Matrosen abgestellt, der wie so ein Bodyguard mit ihm rum ist und versucht hat, ihn vor irgendwelchen Verletzungen zu bewahren. Der muss dann auch ziemlich aufgemuckt haben, weil der durfte nicht auf den Baum und so weiter, weil immer diese Verletzungsfrage ganz einfach eben da ist. Heutzutage ist es, wie gesagt, sehr, sehr selten geworden, weil man kann es Gott sei Dank heutzutage eben auch behandeln. Man hat dann erstmal damals angefangen und hat dann diese Gerinnungsfaktoren quasi substituiert. Das musste dann also gespritzt werden. Das können die Leute auch selber machen. Da hat man das erstmal auch aus menschlichen Plasma dann gewonnen. Und dann kam aber so der große Dämpfer und dieser große Dämpfer hieß HIV. Und da könnt ihr euch sicherlich dran erinnern, viele von euch, die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, dass es da in der ersten HIV-Zeit da wirklich viele Leute eben auch erwischt hatte, weil damals natürlich die Blutprodukte auf sowas noch nicht überprüft waren. Man hat das dann umgestellt, ne, dass biotechnologisch das Ganze gewonnen worden ist. Also von daher sind heute, Gott sei Dank, die Präparate alle safe. Und da müssen Sie sich nicht mehr so viel Gedanken drüber machen. Deshalb ist es auch also eine Erkrankung, da sie behandelbar ist, die so in den Hintergrund gerückt ist. Aber noch vor 70, 80 Jahren oder so etwas, da konnte es wirklich das Rasieren sein, was da nachher zum Tod geführt hat. Da merken wir mal wieder, wie gut es uns geht. Jetzt bin ich aber gerade bei Queen Victoria. Und da würde ich gerne ja jetzt mal in eine bisschen andere Richtung von der Hämophilie weggehen. Die hat ja so viele Kinder gehabt. Ja, zu ihren Kindern war sie nicht so besonders nett anscheinend. Die scheinen sie nicht so interessiert zu haben, aber sie muss eine super Oma gewesen sein. Und sie hatte eine Tochter, Alice, die hatte dann auch Pech. Die hat sich bei ihren Kindern sehr früh mit Diphtherie angesteckt und ist dann an der Diphtherie verstorben. Und die hatte wieder eine Tochter und die hieß wieder Alice, also vielleicht erstmal Alice, aber die haben nach Deutschland und so da immer wieder geheiratet. Also die
war dann in Deutschland. Und diese Alice, die ist die Mutter von Prinz Philipp, der vor kurzem verstorben ist. Ich rede von der Alice von Battenberg. Ja, wenn man das übersetzt, Mountbatten, ne, da haben sich ja dann die Englischen umbenannt, weil das war dann nicht mehr so toll, während des Zweiten Weltkrieges so einen deutschen Nachnamen zu haben. Und die wiederum hat ein Intermezzo mit Sigmund Freud gehabt. Und was Sigmund Freud ganz einfach mit der Schwiegermutter der heutigen Queen, mit Alice von Battenberg zu tun hatte und welche Erkrankung dahinter gesteckt hat, dass Freud sich da eingemischt hat und dass da Freud ziemlich obskure Dinge gemacht hat, die man vielleicht so gar nicht weiß, das möchte ich euch jetzt so erklären. Vielleicht habt ihr da in letzter Zeit ein bisschen was über die Medien mitbekommen. Kam ja viel Berichterstattung, wie Prinz Philipp aufgewachsen ist. Das werde ich auch relativ kurz halten. Aber vielleicht, damit wir das so ein bisschen verstehen. Die Alice von Battenberg wurde 1885 hier in Windsor Castle eben auch geboren. Und dann fiel auf, dass das Mädchen unheimlich still war. Ja, das hat sich nicht so entwickelt. Erstmal auch so als Baby, Kleinkind wie andere. Und dann stellte man irgendwann fest, huch, die ist ja taub. Ja, die hört ja überhaupt nichts. Während da heutzutage lauter Förderprogramme sind, hat sie da eine ziemlich strenge Mutter gehabt. Die hat anderen verboten, da irgendwie mit euch ein Zeichen oder sowas zu kommunizieren. Die hat gesagt, die muss das jetzt hier lernen. Also ein ganz strenges Regiment bei ihr geführt. Und das hat aber auch gefruchtet. Es war so, dass Alice dann mit 18 Jahren in der Lage war, in drei Sprachen komplett problemlos von den Lippen abzulesen. Und sie hat gesprochen. Und zwar so, dass den meisten Leuten das überhaupt nicht aufgefallen ist, dass sie tatsächlich eben taub war. Ja, jetzt ist das Mädchen ein bisschen größer geworden. Und jetzt hat sie sich in den Prinz Andreas von Griechenland, naja, ob sie sich verliebt hat, weiß ich nicht. Damals war ja viel irgendwie ein Muss. Das war also der Sohn vom König von Griechenland. Und dann musste sie auch noch Griechisch lernen. Das hat sie auch noch gelernt, von den Lippen abzulesen und das dann auch noch auszusprechen und so weiter. Und dann haben die beiden erstmal geheiratet. Haben sie erstmal vier Mädchen bekommen. Der Philipp kam dann später und haben sich in Griechenland erstmal ganz schön auf so eine Insel niedergelassen, hatten ein unheimlich schönes Haus. Aber dann gab es mal wieder hier ein bisschen Trouble zwischen den Türken und den Griechen, und der Atatürk hat dann so die Griechen besiegt. Ne? Da gibt es ja bis heute sehr, sehr große Ressentiments. Und dann mussten die da von heute auf morgen weg. Also die konnten da kaum was irgendwie behalten und haben sich dann auf den Weg nach Paris gemacht. Und da hat Alice dann ein Kunstgeschäft eröffnet mit so Handstrickereien und so etwas und fing aber schon an, sich von ihrem Mann zu entfernen, oder er entfernte sich von ihr. Auf jeden Fall, das lief nicht mehr so gut in der Ehe. Jetzt muss man sagen, die Alice hat eine Tante gehabt, Tante Ella, ne? Elisabeth von Darmstadt-Hessen oder Hessen-Darmstadt, andersrum, ne? Und die lebte in Russland. Das heißt also, ne, die war in der Zarenfamilie drin. Und die hat sie sehr, sehr bewundert. Diese Tante Ella hat einen Mann gehabt, ne, den Großfürsten Sergej, der wurde ermordet. Und danach hat Tante Ella ihr Leben so wirklich den Bedürftigen gewidmet. Ja, die hat erstmal Suppenküchen organisiert, ein Waisenhaus aufgebaut. Und sie hat eine griechisch-orthodoxische Kirche in Moskau erstmal eröffnet und war also nur noch für andere da, war sehr, 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 sehr religiös. Und die war unheimlich prägend für Alice, die sie dann auch eben dort besucht hat. Und das ist jetzt wichtig für das, was jetzt kommt. Und jetzt war das eben so, nachdem sie nach Paris kam und auch die Ehe immer isolierter und so weiter wurde, wurde Alice zunehmend religiöser und spiritueller, was ja prinzipiell erstmal nichts Schlimmes ist, vielleicht sogar etwas sehr Positives ist. Aber es wurde sehr extrem und sie fing auf einmal an, Wahnvorstellungen zu entwickeln. Und diese Wahnvorstellungen, die waren also ganz, 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 ganz stark ausgeprägt. Zum Beispiel war sie felsenfest davon überzeugt, dass sie mit Jesus verheiratet wäre und gleichzeitig aber auch noch mit Buddha verheiratet wäre. Und alle Leute haben schon gesagt, na, die von Battenberg, die spinnt da irgendwie rum und so etwas. Es wurde immer, 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 immer extremer, was natürlich auch für ihre Kinder und so schwierig war.
Und dann irgendwann hat sie 1930 Nervenzusammenbruch gehabt. Man muss aber sagen, auch bis zu ihrem Tod war sie der Meinung, dass sie keine Wahnvorstellung hätte. Aber sie hat richtig religiöse Wahnvorstellungen bekommen. Sie ist dann auch völlig zusammengebrochen. Und wo hat man die Leute damals hingebracht? Damals, ja, damals, heutzutage hängen wir ein bisschen her, so das große Wissenschaftsland nach Deutschland. Und da brachte man sie also nach Berlin. Und hier gab es einen Klinikleiter, so den Ernst Simmel, der hat sie also erstmal untersucht. Der war Psychoanalytiker, also aus dem Freudschen Kreis. Die waren auch miteinander befreundet. Und also da hat er dann erstmal erfahren, dass sie die ganze Zeit irgendwelche Botschaften von Jesus eben auch so empfängt. Sie ist dann nur noch auf dem Boden rumgekrochen und dann war sie so der Meinung, sie wäre eine große Sünderin und deshalb dürfe sie nichts mehr essen. Sie hätte das nicht mehr verdient. Sie müsse hier Buße tun. Also es war wirklich, es ist ans Lebensgefährliche. Jetzt hat eben der Simmel angefangen und wollte sie eben ja mit Psychoanalyse behandeln, ne? Was für ihn damals so das Gelbe vom Ei war. Und ich möchte hier überhaupt nichts gegen Psychoanalyse sagen, nicht irgendwie falsch verstehen, aber es wird schon ein bisschen schwierig, jemanden, der erstens taub ist, psychoanalytisch zu behandeln, weil so die klassische Psychoanalyse, wie Freud sie eben auch gelehrt hat, eben so funktioniert wie im Woody Allen-Film. Ja, das heißt, da sitzt der Therapeut und da ist eine Couch und man guckt sich nicht an. Wird ein bisschen schwierig, wenn jemand taub ist. Das Problem, was ganz einfach dann aber auch noch mit aufgetaucht ist, war, dass Alice davon überzeugt war, dass sie keine Wahnvorstellungen hat und deshalb auch kein großes Interesse hatte, jetzt irgendwie psychoanalytisch behandelt zu werden. Ja, ich glaube, die Diagnose, die auch damals gestellt worden ist, die dürfte uns jetzt nicht besonders schwer fallen, oder? An welche Erkrankung denkt ihr denn da? An was wird sie denn da so gelitten haben? Was fällt euch denn dazu ein? Also von Romy kommt Schizophrenie und auch von Nathalie. Und übrigens könnt ihr auch ruhig mal euer Mikro anschalten und kurz reinsprechen. Das könnt ihr auch durchaus. Euer Mikro habt ihr hier unten links in der Ecke, da könnt ihr einfach mal aufs Mikro klicken. Und Helena schreibt, Ursache Quecksilbervergiftung. Das ist auch eine gute Idee, weil gerade in diesen Zeiten Quecksilber, Bleivergiftung oder so etwas auch häufig waren. Da muss man dazu sagen, dass eben auch in früheren Jahrhunderten, in der Zeit vielleicht nicht mehr so sehr, aber gerade in der Zeit, in der die Syphilis wirklich so ihre Hochzeit hatte, das häufig mit Quecksilber behandelt worden ist. Da war man der Meinung, wenn man das inhaliert, dann hilft das. Und ich meine, also wir wissen heute alle, was Quecksilber und Amalgam und diese ganzen Geschichten mit dem Nervensystem machen. Also von daher waren mit Sicherheit auch sehr viele Symptome, die zum Beispiel der Syphilis oder so etwas zugeschrieben worden sind, mit solchen teilweise sehr seltsamen Behandlungen assoziiert. Jedenfalls wurde, also mir ist jetzt nicht bekannt, dass da mal so das Blut oder Haare oder sowas auf Blei untersucht worden sind. Es gab sehr viele Psychiater, einschließlich dann Sigmund Freud, die bei ihr eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert haben. So, und jetzt kommt aber das Interessante. Was spielt der Freud für eine Rolle bei dieser Geschichte? Der Simmel kam nicht mehr weiter und hat gesagt, Freud, mein Freund, du musst kommen, du musst mir helfen, ist eine wichtige Patientin. Ja. Freud ist auch noch angeschrieben worden von Marie Bonaparte, aber auch noch eine Freundin. Und jetzt kam der ganz einfach eben dahin und hat sich das angeschaut und hat also auch gesagt, eine paranoide Schizophrenie. Aber könnte sich jemand, der sich vielleicht schon, vielleicht hat er ein bisschen Ahnung von Sigmund Freud, vorstellen, was die Erklärung Freuds für diese paranoide Schizophrenie, für diesen religiösen Wahn war? Wie erklärt denn Freud immer Dinge? Gerne. Na, da könnt ihr euch jetzt austoben, genau. Der hat immer so, ja, so zwei Grunderklärungsmodelle. Ja, da kommt von Romy zu wenig Sex und Annika schreibt Hysterie, die Erklärung für alles. Also die Hysterien, die Gebärmutter, ja. Und Penisneid, ja, das kommt von Kerstin. Ihr seid gar nicht mal so schlecht unterwegs. Also man muss dazu sagen, ne? Sigmund Freud, also wir sind ja jetzt hier schon im 20. Jahrhundert. Sigmund Freud,
ist ja noch ein Kind des 19. Jahrhunderts und ist, wenn mich nicht alles täuscht, 1885 nach Paris gegangen. Sigmund Freud, vielleicht mal so vom Background her, der hat sich erstmal mit dem Nervensystem von Fischen befasst. Und dann ging es weiter, dann ist er auf den Menschen gegangen und dann wollte er wirklich was werden. Dann ist er in frühen Jahren nach Paris gegangen und da saß so der Superstar der Neurologie. Und der Name ist euch mit Sicherheit auch nicht unbekannt, das war der Jean-Martin Charcot. Ja, Charcot kennen wir auch so, Charcot-Trias von der MS, der hat nämlich zuerst mal Parkinson und MS und so weiter voneinander abgegrenzt. Oder es gibt den Charcot-Fuß oder es gibt die Charcot-Leidenkristalle. Also Charcot war der Superstar. Und die waren ja nicht so super spezialisiert, das waren ja noch so richtige Allrounder. Und da hat mich das jetzt ad hoc draufgebracht mit der Hysterie. Das erste Mal nämlich die Hypnose kennengelernt, mit der Charcot Leute, die an Hysterie litten, eben behandelt hat. Normalerweise hast du die Leute immer alle weggesperrt, ne, und vor sich hin vegetieren lassen. Und das war der erste, der da mal so richtig gearbeitet hat. Und das war für Freud überhaupt erstmal so der Startschuss überhaupt für die Entwicklung seiner psychoanalytischen eben auch Theorien. Und eigentlich auch der Startschuss überhaupt für Psychotherapie. Also Psychoanalyse ist ja zum einen eben auch wirklich ein theoretisches Konstrukt und auf der anderen Seite etwas, was angewendet wird, eben auch in der Therapie. Und ohne Charcot hätte es das nicht gegeben. Und ja, da ging es zur Hysterie. Aber ihr seid sehr, sehr nah dran an seiner Erklärung. Jetzt müsst ihr euch aber mal kurz festhalten, wenn man wirklich sein Zitat sieht, weil die Erklärung für die paranoide Schizophrenie von Alice von Battenberg war, dass sie sexuell frustriert sei und aufgrund einer nicht ausgelebten Leidenschaft diese Geschichte entstanden ist. Das war die Diagnose. Da habe ich schon mal 3 Ausrufezeichen hingemacht. Und jetzt die Masterfrage. Könntet ihr euch vorstellen, wie Freud das therapieren wollte, was ich vorausschicken muss? Das hat der Simmel ja auch schon festgestellt, aber Freud hielt Psychotika für nicht analysierbar. Ja, der hat gesagt, das kannst du nicht mit Psychoanalyse machen, ne, weil er gar keine Introjektionsfähigkeit im Grunde eben auch da ist. Da ist auch keine Krankheitseinsicht. Aber da habt ihr eine Idee, was der als Therapie nicht nur vorgeschlagen hat, sondern gemacht hat. Ich habe das neulich einer Psychoanalytikerin erzählt. Mit Masturbation wurde therapiert. Das wäre schon eine kreative Lösung. Ist sie aber noch nicht. Und ich habe das neulich einer Psychoanalytikerin erzählt. Mehr die Sex. Die hat mich mit Großen angeschaut, hat ganz viel Sex haben. So ein Swingerclub. Da gab es so Automaten zum Einführen, sagt Janine. Nee, Leute, es war noch besser. Haltet euch fest. Und zwar wurden die Eierstöcken Röntgenstrahlen mehrfach ausgesetzt, nicht nur einmal, um ihre Libido abzutöten. Hysterektomie, schreibt Nathalie, ja. Nee. Es wurde mit Röntgenstrahlen auf diese armen Eierstöcke eingestrahlt. Und zwar gehörige Dosen, ja, und das oftmals. Das hielt Freud für die richtige Therapie und das haben sie der armen Alice von Battenberg angetan. Gott sei Dank, die hat niemals ein Ovarialkarzinom oder so etwas entwickelt, ja, auch sonst keine Krebserkrankung. Aber ich muss leider sagen, es hat nichts geholfen. Überraschung. Es ist auch so, dass der Freud selber, weil er von diesen Theorien überzeugt war, ne, dass wenn du dann da so hingehst, dass dann wieder alles gut wird. Also er war der Meinung, dann gehen die Wahnvorstellungen weg, dass er bei sich selber anscheinend auch eine Vasoligatur, also so eine Samenleiterunterbindung, die da hat man nicht durchtrennt, sondern so abgebunden, hat machen lassen. Also, hatte er denn auch Wahnvorstellungen? Nein, Freud hatte nein, keine Wahnvorstellung. Nein, Wahnvorstellungen hatte er nicht, aber ich glaube, mir wäre nicht unbedingt so sympathisch gewesen, obwohl ich ihn hochschätze für viele Dinge, die er gemacht hat. Und bitte, liebe Psychoanalytiker und sowas, hasst mich jetzt nicht. Aber ich möchte mal ganz kurz zum Freud mal hier abbiegen, ne? Weil der Freud war auch nicht so ganz ohne. Und zwar war Freud, wissen viele zum Beispiel nicht, der war Kettenraucher. Ja, der hat Minimum 25 Zigaretten am Tag geraucht, teilweise auch noch wesentlich mehr. Und er war ein passionierter Kokser.
Ja, und hat auch erstmal allen Leuten Kokain empfohlen. Dazu muss man sagen, also so diese Ansicht, wie heute so, dass das eine Droge ist und so etwas ist wirklich erst auch so nach dem Krieg gekommen. Also früher gab es, was weiß ich, Werbung für die Hausfrauen, immer Amphetamine oder Kokain und sowas. Und schon geht der Haushalt leichter von der Hand. Ja? Also auch Hitler haben sie die Nase mit Kokain der war ja Hypochonder, Hitler, ne? mit Kokain und so etwas, weil er da immer Nebenhöhlenprobleme hatte, irgendwie ausgepinselt. Also Koks war jetzt nicht irgendwie etwas Ungewöhnliches, aber zu der Zeit noch. Und er hat dann auch in Wien gesagt, oh, das muss jede Apotheke haben und sowas. Das ist ein Wunderzeug. Also der muss ganz, ganz schön viel wirklich eben auch gekokst haben. Und was ihm aber zum Verhängnis wurde, war die Raucherei. Weil Freud hat eben dann Gaumenkrebs bekommen und dann müssen sie ziemlich dilettantisch bei ihm operiert haben. Der ist 30 Mal tatsächlich operiert worden. Und warum habe ich da oben so ein Moskitonetz hingemacht? Der musste irgendwann unter dem Moskitonetz schlafen, weil da letztendlich solche Gerüche und Entzündungen in seinem Gaumen drin waren, dass die Fliegen nur noch auf ihn losgegangen sind. Ne? Also das muss gestunken haben wie das Zeug und das hat alle möglichen Fliegen im Grunde angezogen. Ja? Also von daher, von Raucherentwöhnung und Koksentwöhnung hatte er noch nichts gehört und es ist ihm wirklich auch zum Verhängnis geworden. Jetzt möchte ich aber kurz, wir wissen jetzt, was Alice hatte, ja, aufgrund ihrer frustrierten Sexualität und so weiter, ne? Angeblich diese Geschichte. Ich möchte es aber ganz kurz hier zu Ende führen. Es ist so, die Röntgenbestrahlung hat nichts gebracht, aber es gab, sie haben sie dann runter an den Bodensee gebracht, da ist sie dann in eine Klinik ganz einfach gekommen am Bodensee, da hat sie auch immer versucht abzuhauen und so und irgendwann durfte sie dann auch raus und ist nur noch von Hotel zu Hotel gegangen und dann ist aber 1937 ihre Tochter Cecilie und auch deren Mann und die zwei Kinder, also ihre Enkelkinder, sind da zu Tode gekommen und während bei vielen Leuten so ein seelisches Trauma zu sehr vielen Schäden führt, also das hat die mit Sicherheit belastet, so meine ich das nicht, aber hat es bei ihr wie so ein Weckruf anscheinend gewirkt und hat sie wieder in die Realität zurückgeholt. Also sie hat daraufhin auf jeden Fall keine Wahnvorstellungen mehr geäußert. Ob sie sie hatte, ist nicht klar. Aber sie ist dann komplett wirklich religiös geworden und dann hat sie so das, was ihre Tante Ella da so in der Sowjetunion gemacht hat oder in Russland gemacht hat, das hat sie im Grunde imitiert. Sie hat dann ganz einfach, sie ist dann auch wieder erstmal nach Griechenland und so weiter gegangen. Sie hat sich um Waisenhäuser gekümmert, sie hat Suppenküchen aufgebaut und im Krieg hat sie dann auch eine jüdische Familie eben versteckt. Also sie wird auch von den Israelis sehr geschätzt. Ne? Ich glaube, Yad Vashem oder so hatte sie auch irgendwie eine Ehrung. Das Problem war, dass ihre vier Töchter alle mit Deutschen verheiratet waren und da waren auch Nazis mit dabei. Und ist dann nur noch in Ordenskleidung rum und dann musste sie wegen Militärputsch dann in den 60er Jahren irgendwann raus und ist dann in Buckingham Palace gezogen, war dort bis zu ihrem Tod und sie muss also wirklich nur so drei Ordenstrachten und so ein paar Kleinigkeiten gehabt haben. Also ist wirklich in totaler Askese, hat sie dann eben auch gelebt. Ja, das war jetzt erstmal unser Ausflug zu den Königen. Jetzt würde ich aber mit euch gerne mal ein kleines Diagnoserätsel machen, ein ganz kurzes Diagnoserätsel. Und zwar geht es an eine ganz andere Person, eine deutsche Person, die ihr alle kennt. Viele haben ihn noch so richtig live erlebt. Und zwar Helmut Schmidt, unseren ehemaligen Kanzler. Und hier, ich habe so ein paar Sachen ganz einfach mal ein bisschen geixt, möchte ich euch mal einen kleinen Auszug aus dem Bericht von dem Spiegel geben, in dem also Schmidt über seine eigene Erkrankung geredet hat und nein, es hatte nichts mit seinen Mentholzigaretten zu tun. Ne? Ich glaube, es war der letzte Mensch, der im deutschen Fernsehen noch rauchen durfte, sonst wäre der ja auch nicht gekommen. Ich weiß noch, der hat Menthol geraucht und dann wurde vor Jahren angekündigt, dass Mentholzigaretten verboten werden sollen und dann hat er sich, glaube ich, 100 Stangen noch bestellt, damit er einen Vorrat hat. Aber darum geht es nicht. Schmidt hatte etwas anderes. Das Zitat aus dem Spiegel. Jede ... wirkt wie starker Stress. Das Herz schlägt schnell und bis zum Hals.
Hitzegefühl und innere Unruhe quälen den Patienten. Er verliert rasch Gewicht. Seine Hände zittern. Die Selbstkontrolle wird immer schwieriger, schließlich unmöglich. Kanzleraspirant Helmut Schmidt, also er hat das Anfang der 70er bekommen, über den inneren Zustand des Kranken beschissen. Er muss es wissen, mindestens ein Jahr von Mitte 1971 bis Frühjahr 72 laborierte der starke Mann aus Hamburg an einer unerkannten und fehlbehandelten, die auch den stärksten Minister umschmeißen kann. Zitat der Bild-Zeitung. Monatelang fiel Schmidt immer wieder ins Bett des Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhauses, bis die Militärärzte endlich die richtige Diagnose stellten. Sie war nicht drauf gekommen, weil bei Schmidt zwei der drei typischen Symptome fehlten. So. Also Romy schreibt schon Hyperthyreose Morbus Basedow. Ich habe vergessen, die Froschaugen da unten wegzumachen. Aha, ich wollte woanders x'en. Seid ihr auch der Meinung? Passt das denn zu einem Morbus Basedow? Das Herz schlägt schnell und bis zum Hals. Hitzegefühl und innere Unruhe quälen den Patienten. Rasche Gewichtsabnahme, Zittern, Selbstkontrolle wird schwieriger. Hat er die Meinung, dass das stimmt? Annette, du musst mir mal ein bisschen übersetzen. Ich kann es nicht. Ja, es kommt Hyperthyreose von Kerstin und Annika schreibt ja. Was ich erstaunlich finde, ich meine, wenn er eine Hyperthyreose hatte, dann hätte man das doch an den Blutwerten erkennen können, oder? Das war also Anfang der 70er anscheinend noch nicht so einfach. Und die sind da nicht drauf gekommen. Ja, erstaunlich. Weil, würde auch zu einer Mastzellerkrankung passen, schreibt Helena. Ja, würde auch mit dazu passen, richtig. Oder was könnte das differenzialdiagnostisch jetzt nur von den Symptomen, die da geschildert wurden, noch sein? Zittern, Unruhe, Hitzegefühl, Herzrasen. Ich würde noch an eine andere Geschichte denken. Naja, das mit P, ne? Ja, das mit P. Das Pheochromozytom beispielsweise. Das Pheochromozytom ist ein in 85% der Fälle Gott sei Dank benigner Tumor. Meistens im Nebennierenmark, kann auch in den Ganglien oder so etwas sein, der meistens Adrenalin oder auch mal Noradrenalin oder auch mal Dopamin produziert. Und da haben die Leute dann, die Hälfte hat so eine persistierende Hypertonie, andere Leute haben das paroxysmal, also so anfallsartig. Und da gibt es auch immer wieder Herzrasen, da gibt es Hitzegefühl, Unruhegefühl, Gewichtsabnahme, ganz viele gastrointestinale Symptome, da gibt es auch Zittern und so etwas. Das wäre auch nochmal möglich. Ja? So, und jetzt haben Sie aber davon gesprochen, dass es da eine Trias gibt mit drei Zeichen. Wisst ihr denn, wie diese Trias heißen könnte? Auch diese besitzt eine Prüfungsrelevanz. Ich brauche Annette wieder als Übersetzerin, kann den Chat nicht mehr sehen. Macht nichts. Also Katharina schreibt Exop, wahrscheinlich eine Exophthalmus, meint sie. Naja, ist ja so mit den Froschaugen gemeint. Ja. Also Romy schreibt das fehlende Wort Tachykardie. Richtig. Ne? Und dabei handelt es sich um, wie heißt denn diese Trias? Bestehend aus Exophthalmus, Struma und Tachykardie. Das ist mit M. Mit M, ja. Und das ist der Name einer Stadt. Das ist die sogenannte Merseburger Trias. Das schreibt auch die Iris, ja. Genau. Und da sieht man mal wieder Unterschied Theorie, Praxis. In der Praxis müssen nicht immer alle Symptome da sein. Die müssen auch nicht immer lehrbuchmäßig auch da sein. Und das wurde wirklich Helmut Schmidt fast zum Verhängnis. Er hat gesagt, es war eine aus der RAF-Zeit und so eine seiner schlimmsten Zeiten, die er tatsächlich in seinem Leben gehabt hat, weil auch kein Mensch erstmal wusste, was da wirklich los war. Ne? Und er dachte, oh Gott, jetzt muss ich mein ganzes Leben wirklich eben auch so leben, bis wirklich dann die das auch mal rausbekommen haben. Und da sehen wir mal, wir sind jetzt 50 Jahre später, heutzutage wirst du ganz schnell ein Blutbild machen. Damals war das noch nicht so einfach. Wärt ihr jetzt noch nicht drauf gekommen, hätte ich euch da noch einen weiteren Vertreter dieser Erkrankung gezeigt. Und den kennt ihr, glaube ich, auch alle. Ist auch eine berühmte Persönlichkeit, ja, Persönlichkeit besitzt da, nämlich unser lieber Heino. Ne? Lieben Heino sehen wir normalerweise immer in seiner dunklen Brille, aber hier auf diesem Bild
wunderschönes Lied, liebe Mama von Heino, sehen wir diesen Exophthalmus, was hier auch wunderbar auffällt, ist ganz einfach so, dass hier die Konvergenz nicht so richtig stimmt. Und dieser Exophthalmus ist eben etwas, das kann beim Morbus Basedow auftreten, ist dann da auch sehr typisch dafür, muss aber nicht zwangsläufig auftreten. Noch schöner ist Marty Feldmann, aber den kennen vielleicht. Ja, den habe ich auch überlegt. Ach Mensch, ja, aber ich dachte mal, also so Heino. Nicht drüber lachen, aber trotzdem, Heino kann man Feldmann besonders stark. Ne? Ja, also das ja, ist noch heftiger. Ja. Obwohl, ja. Heino habe ich auch noch nicht so gesehen. Ja, also in früheren Jahren hat er noch hellere Brillen, weil das ist eben auch das Problem. Was ist das Problem überhaupt beim Basedow? Beim Basedow ist es so, dass es sich hier um eine immunogene Thyreoiditis handelt. Das heißt also, hier ist das Problem des Immunsystems, was eine Entzündung an der Schilddrüse hervorruft und das bedingt nachher eine Hyperthyreose. Das kommt dadurch zustande, dass hier Autoantikörper gebildet werden. Die nennt man TRAC. No, muss man immer so an Dagobert Duck und seine kleinen Neffen denken, Tick, Tick und Track. Hier sind es eben die Tracks. Das sind TSH-Rezeptor-Autoantikörper. Ja? Normalerweise kommt ja die Hypophyse an und sagt der Schilddrüse, du arbeite mal richtig, produziere mal richtig. Und das macht die Hypophyse über ein stimulierendes Hormon. Das ist das TSH. Und das muss natürlich an die Schilddrüse dran und da an Rezeptoren andocken. Schilddrüse hat ja kein Gehirn, ist ein bisschen doof und sagt dann eben der Schilddrüse, produziere mal. Und jetzt kommen da ganz einfach so freche Tracks an. Die sehen aus wie das TSH, die passen auf den Rezeptor auf. Die Schilddrüse kapiert das nicht und fängt jetzt an, ganz einfach hier die Schilddrüsenhormone zu bilden. Jetzt gibt es natürlich einen Feedback-Mechanismus hoch ans Gehirn und der Hypothalamus sagt, um Himmels Willen, hier sind viel zu viele Schilddrüsenhormone. Bitte, liebe Hypophyse, fahr mal das echte TSH runter. Du darfst die nicht so stimulieren. Die spinnt da unten schon rum, die ist völlig hysterisch. Das heißt, der TSH-Spiegel wird niedrig sein. Ja, jetzt erklärt das aber noch diesen Exophthalmus. Dieses Krankheitsbild der... Nochmal ganz kurz, hier haben... Romy hat Mr. Bean noch genannt und Helena noch Barbara Schöneberger. Vielleicht auch nochmal. Stimmt, die hat das auch so. Ja, ja. Die hat das auch, genau. Genau. Und Roy Atkinson, genau, der hat das auch, ja. Und Missy Elliott hat das zum Beispiel, wer so auf Rap oder sowas steht, die hat das auch. Und das hier ist nochmal ein extra Krankheitsbild, die endokrine Orbitopathie. Und das wird über den Exophthalmus produzierenden Faktor entwickelt. Und ursächlich dafür ist eine Fehlsteuerung im Stoffwechsel des sogenannten Glucosaminglykane oder ich kann die auch Mucopolysaccharide, also so Bestandteile vom Bindegewebe, sich in der Orbita und den Augenmuskeln einlagern. Und das führt dann zu einer Ödembildung und dann wird der Augapfel so rausgedrückt. Und da gibt es natürlich auch wunderschöne Zeichen für die Prüfung, die man so abfragen kann. Also wir nehmen jetzt mal Heino, weil da sieht man das so schön an den Augen. Wenn der jetzt nach unten schaut, dann wird das anders aussehen als bei einer Person, die eben nicht so einen Exophthalmus aufweist. Dann wird das Oberlid oben bleiben. Das nennt man das sogenannte Gräfezeichen. Was man bei ihm jetzt aus dem Winkel nicht so sieht, ist, dass man seitlich teilweise so einen Sklera-Streifen hat. Das ist das Dalrymple-Zeichen. Dann haben wir hier eine Konvergenzschwäche, das Möbiuszeichen und dann vielleicht auch nicht ganz unwichtig für Prüfungsfragen, haben diese Leute, weil das Lied eben auch so weit oben ist, einen seltenen Lidschlag. Das ist das sogenannte Stellwackzeichen. Natürlich sind diese Augen eben extrem gefährdet. Man wird schnell geblendet werden, die werden natürlich schnell austrocknen, man neigt zur Entzündung und deshalb hat Heino mit Sicherheit auch diese Brille auf. Also das geht jetzt nicht nur um irgendwelche optischen Sachen. Ich glaube, der steht zu solchen Sachen und sagt, so bin ich. Aber das Auge ist eben sehr empfindlich, auch blendungsempfindlich und ja, ist eben nicht im Grunde gut geschützt. Es gibt auch Leute, bei denen sich das zurückbildet, aber hier in diesem Fall hat sich das, glaube ich, auch nicht im Grunde getan. Ja, wichtig ist eben, dass solche Erkrankungen eben auch behandelt werden. Vielleicht da auch nochmal, um das Ganze abzurunden, die zwei Hauptursachen in Deutschland für die Hyperthyreose sind einmal der Morbus Basedow, der ist bei uns aber nur die zweithäufigste Ursache, in den USA ist es die häufigste. Die häufigste Ursache ist nach wie vor eben das autonome Adenom. Das heißt also,
stellen wir uns vor, da ist eine Person, die hat lange Zeit in einem Jodmangel gelebt. Ja, früher Schwäbische Alb, fast alle Leute. Ja, jetzt steht die arme Schildkröte. Die Isabel auch gerade genannt, genau. Und also da sind die Böden wirklich ausgewachsen, da ist jeder mit dem Kopf rumgelaufen. Alle Jodmangel. Und wir haben ja nach Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, pro Tag soll man 200 Mikrogramm Jod zu sich nehmen, könnte man auch mal darüber diskutieren, aber ist wurscht, ist es eben so, dass die Schilddrüse das benötigt. Und wenn jetzt zu wenig da ist, dann sagt sich eben die Schilddrüse, ey, irgendwie ja, muss ich jetzt hier mehr Jod aufnehmen. Also was passiert? Dann fährt man das TSH schon so ein bisschen hoch. Ehrlich gesagt sind die Laborreferenzwerte da auch sehr weit gefasst. Könnte man mal ein bisschen enger fassen. Und das führt in der Schilddrüse selber dazu, dass da Wachstumsfaktoren ausgeschüttet werden. Und das triggert die Schilddrüse an, dass die hyperplasiert. Das heißt, also Hyperplasie heißt ja nicht, dass die Zellen sich vergrößern, das wäre eine Hypertrophie, sondern dass die Zellen sich vermehren. Und dann kann man einfach mehr Jod aufnehmen und es darüber kompensieren. Jetzt stellt euch aber mal vor, da ist eine Schilddrüse jahrelang in diesem Kompensationsmechanismus drin. Ja, dann kann es eben irgendwann sein, dass sich da Areale entkoppeln. Ja? Dass die sich entkoppeln von dem Feedback-Mechanismus über die Achse Hypothalamus-Hypophyse und auf eigene Faust anfangen, eben Schilddrüsenhormone zu produzieren. Das sind dann die autonomen Adenome. Das ist die andere Ursache. Hier haben wir die Autoimmungeschichte. Tja, und jetzt dachte ich, ich hätte viel zu wenig. Du überziehst doch wieder, ja, ja. Ich hätte hier eigentlich noch hier mein Schatzi gehabt. Wird mein Sohn sehr, sehr enttäuscht sein, dass ich den nicht mache. Aber der ist schon ins Bett gegangen. Aber ja, von daher, es ist schon 22 Uhr. Wie gesagt, ich habe heute Abend bzw. Nachmittag ehrlich gesagt hier improvisiert. Ich hoffe, ich habe euch trotzdem vielleicht ein bisschen was mitgegeben. Hat euch vielleicht auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich finde es immer ganz interessant, Erkrankungen wirklich eben auch mit Menschen zu verbinden. Es gibt mehr Gesicht, man kann sich besser merken. Dinge, die man vielleicht sonst auch uninteressant findet, werden einfach eben auch näher.